Das iranische Regime beginnt, Protestierende hinzurichten. Und wie reagiert die Außenministerin? Mit Sanktionen. Aber das reicht nicht. Seit dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini demonstrieren immer mehr Iranerinnen und Iraner für ihre Rechte. Täglich befürchten Dutzende Protestierende ihre Hinrichtung. Die symbolische Auflösung der Sittenpolizei hat daran nichts geändert. Außenministerin Baerbock brachte deshalb gemeinsam mit der EU Sanktionen auf den Weg. Aber dieses Warnsignal ist nicht genug. Denn die Sanktionen und Strafen richten sich gegen Einzelpersonen, aber nicht gegen den Staat. Der Elefant im Raum? Das Atomabkommen. Die EU will das Abkommen wiederbeleben, um den Bau von iranischen Atomwaffen zu entschleunigen. Das ist in dieser heiklen Lage verständlich. Sollte Annalena Baerbock ihr Vorhaben einer feministischen Außenpolitik einlösen wollen, muss sie den Wunsch nach dem Abkommen in Frage stellen. Denn der eigentliche Krieg im Iran läuft schon, gegen das eigene Volk.